Willkommen bei Ich rauche nicht. Mein Name ist Robert und heute bin ich froh und glücklich, euch das hier vorstellen zu dürfen. Vampire Epos von Oxygen Mods. Vielleicht hat der eine oder andere das Video vom Vampire 2 gesehen. Den kann man natürlich jetzt hier schön mit dem hier vergleichen. Das hier ist immerhin der Nachfolger vom Vampire 2. Jetzt also gleich in die Detailansicht. 2 Milliliter Fassungsvolumen hat dieses Teil hier. 22 mm im Durchmesser. Oxygen Mods Vampire Epos RDTA. Ich habe jetzt als Vergleich den Vampire 2 daneben. Also nur mal hier, um die Größenverhältnisse klarzustellen. Offensichtlich hier die kleinere Geschichte. Beide allerdings, kann ich gleich mal vorwegnehmen, absolut in einer Top-Liga. Ich zeige es einmal von unten jetzt mal hierher. Also, Vampire 2, Größenverhältnis Vampire Epos. Das hier ist ja auch der Nachfolger von Vampire 2. RDTA, der ebenfalls als Bottomfeeder, also fürs Quonken, geeignet ist. 2 Ersatzgläser kommen hier noch mit und ein Ersatzteiltütchen mit 4 Ersatzdochten, also zusätzlich noch zu diesen hier, und einen Haufen O-Ringen und natürlich auch Postschrauben. Aus Titanium gefertigt, merkt man, man hat hier nicht wirklich das große Gewicht in Händen. Hier oben die Airflow auf der Kappe. Zwischen 0,8 mm bis 2 mm in 0,2 mm Schritten. Hier oben ein 15er, wo natürlich jetzt wieder das Problem sein wird, hier einen passenden 15er Triptip zu finden. Das gleiche hatten wir ja schon mit dem hier, wo ich gesagt habe, da finde ich nicht wirklich leicht etwas Vergleichbares, wo es von der Bauform her sinnhaft aussieht und wirklich Spaß macht. Mir passt das aber auch. Ein Hinweis kommt allerdings dann nachher noch, wo man vielleicht dann zu einem anderen Triptip wechseln möchte. Mir, für die Art und Weise, wie ich dampfe, ist das hier in Ordnung. Hier ist nichts verstellbar. Wenn ihr euch erinnert, hier beim Vampire 2 konnte man die Größe der Kammer hier innen noch verstellen. Das kann man hier nicht. Das ist hier ein einziges Teil, ein einziger Teil, ein einziges Stück, so wollte ich es ursprünglich sagen. Relativ kleine Kammer und das ist eben ein Teil nicht mehr veränderbar, außer eben dem Triptip. Hier haben wir jetzt das Deck. Kreuzschrauben links und rechts und man sieht hier auch schön die Befüllöffnung. Funktioniert mit großen Flaschen, toll, also problemlos und mein Gott, selbst wenn hier mal ein Tröpfchen daneben geht, vollkommen egal, hier liegt ja ohnehin dann auch die Watte. Hier sieht man auch die Dochte, die hier schon da drinnen sind und hier kommt eben die Luft. Hier kommt die Luft an die Coil. Wie man jetzt hier sieht, über diesen Weg hier vor und trifft dann hier unten schön mittig auf die Coil, je nachdem, wie ihr natürlich die Coil verbaut. Schon mal der Höhe wegen, könnt ihr hier mit Geschmack und Flash ein bisschen herumspielen. Das funktioniert hier sehr gut für MTL und das ist ja ein reiner MTLer. Also wieder mal für mich ein reiner MTLer. Ich weiß, manche werden ihn auch sehr offenes oder sehr restriktives DL nennen. Ja, für mich kein Thema. Aber hier bitte einfache Drähte, kleine Drähte und das Ganze macht Sinn. Erstens, weil es hier dann recht leicht zu verbauen ist. Ich mache jetzt ohnehin gleich eine Wicklung da hinein. Und zweitens, das, was ich da vorher gesagt habe, das hier wird heiß, wenn ihr da jetzt zu viel herumspielt und da zu weit auch runter geht. Also bei 0,8 Ohm ist für mich so die Grenze. 0,8 Ohm und eher darüber ist eher ideal, um hier einen angenehmen Dampf für mich zu kreieren und auch um eben nicht das Triptip hier wirklich zu heiß werden zu lassen. Also 0,8 Ohm,
Da bin ich meistens oder bei maximal einem Ohm und 17 Watt. Dann macht der hier wirklich Spaß. Jetzt kommen wir aber noch zum anderen Thema. Da bauen wir doch gleich was ein. Jetzt habe ich doch gesagt, hier unten ist ein, man sieht es ja auch, ein offener Pluspol, eine offene Pluspolschraube eben für den Squonker. Nur ich habe hier auch keinen anderen in der Verpackung, das war's. Ich war zuerst einmal auf der Suche. Jetzt schrauben wir mal weiter auf. So, aufgeschraubt, das ganze Ding. Das hier ist mir jetzt relativ egal, wenn es um die Frage geht, wie mache ich denn das hier, dass das Ding dicht bleibt? Das ist das Geheimnis. Und zwar dieser O-Ring, der im Übrigen nicht von vornherein weg verbaut war. Den müsst ihr euch eben raussuchen aus diesem Tütchen da mit O-Ringen. Den hier drauf und alles ist dicht. Warum? Hier unten kommt das Liquid nach oben. Und zwar habt ihr da, das ist jetzt einmal ganz weg, um es herzuzeigen, auf irgendeiner Seite, auf die finde ich jetzt schnell, ein kleines Loch, da. Und da tritt eben das Liquid aus. Und wenn ich eben hier diesen O-Ring da drüber setze, ist das Ganze hier dicht und es passiert gar nichts. Muss es halt nur wieder schaffen. So. Drüber setzen. Fertig. Jetzt ist es wieder dicht. Schrauben wir wieder zu. Glas hier einsetzen. Zumachen. Und schon sind wir beim Thema Wicklung. Die werden wir jetzt als nächstes machen. Baue ich da jetzt gleich einmal etwas Kleines Hübsches ein. Hier bei der Wicklung ist wieder etwas wichtig. Natürlich, ihr seht jetzt hier, sind nicht die Postschrauben parallel zu den Dochten. Ja, ihr müsst natürlich das jetzt hier so ausrichten, dass die Keul so hier drinnen verbaut ist, dass im Nachhinein die Watte schön hier aufliegen kann auf den Dochten. Die Höhe, wie gesagt, da muss man halt dann selber rumspielen, wie man das jetzt ganz gerne hätte. Schön eng hier abmontieren. Dann schauen wir mal. Sehr schön. Und jetzt kommt die Watte. Die Watte ist einfach zu verlegen. Wenn ihr jetzt Lust habt, könnt ihr gleich im Vorfeld hier mal befüllen. Wie gesagt, das geht gut. So, fertig. Sogar der Docht herausgesprungen ein bisschen. So. Aber alles gut. Watte. Watte, wie gesagt, geht sehr leicht. Es gibt da ja, künstlerische Variationen, wenn man da online schaut. Mich interessiert das nicht. Die Watte muss drin liegen. Darf nicht trocken laufen. Und es muss funktionieren. Deswegen jetzt hier meine 0815 Methode der Watteverlegung vom Vampire Epos. Ich lasse da immer schön überstehen. Das Einzige, was ich jetzt mache, die Watte, die ich da jetzt habe, ist wieder nicht wirklich auszudünnen. Ich lege es einfach da hinein. Große Überraschung, ich lege das einfach da hinein. Legen, nicht stopfen. Jetzt muss natürlich klar sein, beim Nachfüllen muss ich hier halt dann kurz das Wattestückchen hochheben. Ist aber relativ leicht zu merken, welche Seite. Die andere Seite als die Airflow-Seite. Dort ist dann die Befüllung zu Hause. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Da ist Airflow.
Das heißt, hier sitzt dann die Befüllung. Manche lassen diesen Weg halt dann auch komplett aus. Ich lege einfach die Watte darauf. Mich interessiert das wenig. Ich mache das einfach so. Sache ist fertig. Jetzt kommt hier Liquid oben drauf. Und dann kann man schon drauf losdampfen. Das war die wirklich einfache Wicklung. Macht hier keine komplizierten Sachen. Bringt euch nichts, außer dass das Teil hier dann definitiv zu warm wird. Ja? Also das ist die einfachste Methode. Aus. Das war's. Deckel drauf. Und dampfen. 1,2 bis 1,4 ist das, was ich mir meistens hier so offen lasse. Das ist es jetzt. Und jetzt, wie schmeckt's? Wie dampft's? Was halte ich davon? Lediglich aufpassen bei der Wicklung, wie gesagt, unter 0,8. Solltet ihr nicht unbedingt kommen, dann kann es hier oben wirklich deutlich unangenehm warm oder sogar heiß werden. Geschmacklich eine Bombe. Vampire 2 und Vampire Epos zusammen sind eigentlich mittlerweile, schon seit einiger Zeit meine Oldies, perfekte Geräte für mich. Ich würde sie gegen nichts anderes eintauschen. Jetzt ist wirklich hier einer meiner Lieblingsverdampfer vor der Kamera. Ja, also da habe ich nicht viel zu meckern. Ich mag die Optik, ich mag die Verarbeitung, ich mag das Handling mit diesem Teil. Einfache Wicklung rein, es läuft, Nachfluss gibt es, gar kein Problem. Einziges Minus hier, abgesehen von den bitte nicht zu niederohmig Wickeln, ist halt jetzt, bitte bedenkt, wenn ihr das Teil kauft, von Anfang an ist nicht dieser O-Ring hier drauf, der diese Bottom-Feeder-Einheit quasi das Loch abdichtet, das müsst ihr rauf tun. Ich hätte es viel einfacher gefunden mit einem anderen Flusspol. Einfach geschlossen, reinschrauben und fertig. Dann muss ich nämlich nicht immer wieder das ganze Teil hier aufschrauben, wenn ich das als Squonker benutzen möchte. Kommt bei mir ohnehin nicht ins Haus und nicht in Frage und mag ich ja so auch nicht. Also werde ich auch nicht nutzen. Nur wenn man den hier so nutzt und vielleicht mal herumwechseln möchte, finde ich es ein bisschen unnötig, das hier mit diesem zwar funktionierenden O-Ring zu machen, weil es wäre viel einfacher gewesen, wie gesagt, unten Schraube rein und aus, da muss ich nicht jedes Mal hier den kompletten Tank öffnen. Hätte ja dann gereicht, oben eben den Flusspol festzuhalten. Aber das ist alles, was mir hier an Negativem auffällt. 180 bis 200 Euro. Das ist das, wo ich dieses Teil hier gefunden habe, gesehen habe. Nur kurzer Schnitt wegen meiner, ich habe gerade eine Bronchitis und das stört ein bisschen. Deswegen kurze Pustpause mal gewesen. Bin auch sehr wenig am Dampfen im Moment, aber jetzt fürs Video schaffe ich das schon noch. Ja? Also, keine negativen Punkte, eher alles nur im positiven Bereich bei mir. Wie gesagt, es gehört zu meinen Lieblingsteilen und ist gemeinsam mit dem Vampire 2 einfach zurzeit mein Oldie-Gerät. Ja, was soll ich da viel herummeckern? Ich liebe die Vampire-Serie, kann ich ja mittlerweile schon sagen. Ja, wenn es euch interessiert, versucht halt, ich sag immer, geht in den Laden, schaut es euch an, wird aber schwierig. Denn die stehen halt nicht so leicht in den Läden rum. Meine Bezugsquelle ist hier jedes Mal Italien. Und ja, fragt euch durch. Ich kann euch nichts anderes raten. Ja, gerade in Österreich mit dem Versandhandelsverbot. Man kann es sich, man darf es sich nicht einfach so schicken lassen. Ich kann euch da keinen anderen Rat geben, außer fragt euch durch. Ich hoffe, ihr kommt an so ein Teil, wenn ihr Interesse habt. Ich fände es auf jeden Fall empfehlenswert. Würde ich empfehlen dürfen, um es mal wieder so zu sagen. Das war's jetzt. Ein Top-Teil Vampire Epos von OxygenMod. Hat euch das Video gefallen? Abo abschließen, Like da lassen. Ich gehe wieder weiter husten. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.